Ja, damit grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserer Sendung Fußball. Das sind die Themen und die Fragen dieser Runde. Es ist die 13. Runde. Wenn man abergläubisch ist, könnte man jetzt fragen, wer wird Glück, wer wird Pech haben. Die sportlichen Fragen sind aber die, wie haben die Spitzenclubs den Europacup Dienstag und Mittwoch überdauert. Und da wollen wir natürlich gleich beim großen Schlager dieser 13. Runde in Salzburg beginnen. Der vierte Salzburg gegen den zweiten, den Meister Austria Memphis. Was die Heimbilanz anbetrifft, 6 Heimspiele, eines davon haben die Salzburger verloren, ausgerechnet gegen die Wiener Austria. Dort hat Trainer Josef Hickersberger einige Schwierigkeiten gehabt nach der Mittwoch-Europacup-Schlacht gegen Trondheim. Angeschlagene Spieler, auch um Torhüter Franz Wohlfahrt hat man gebankt. Er war ja zuletzt Stütze der Mannschaft, in den letzten 3 Meisterschaftsspielen kein Tor erhalten. Auf die Wunden aus dem Europacup wird jedenfalls keine Rücksicht genommen, nicht nur bei Franz Wohlfahrt, der also dabei ist. 11.000 Besucher im Stadion Lehn und es wird hart zur Sache gegangen. Gleich eine gelbe Karte für Narbekovas, da war er Täter, hier ist der Opfer, gelbe Karte für Leo Leiner. Schiedsrichter Karl Finzinger hat also einiges zu tun. Bei der Austria aus Wien gibt es einige Unsicherheiten in der Abwehr zu Beginn. Jocevic, Muschek, wieder Jocevic, Rosenik, lässt sich da lange Zeit und Muschek, ein Gewaltschuss. Zum 1:0 für die Salzburger in der 10. Minute. Und er widmet seinen Treffer sichtlich Trainer Otto Baric. Noch einmal ein super Tor von Muschek, der ja nicht immer ganz glücklich in Salzburg bisher gespielt hat. Und heute so ein Tor zur Führung gegen den Meister. Entsprechende Begeisterung auf den Tribünen. Immer wieder Fehler der Wiener in der Abwehr und da hat sich Jurcevic fallen lassen. Schiedsrichter Karl Finzinger hat nur kurz abgewunken, das Spiel geht weiter. Die Salzburger sind jedenfalls beweglicher, vor allem im Mittelfeld wirken spritziger und hier gibt für Flögel die nächste gelbe Karte. Das Spiel der Wiener etwas statisch. Zeit für eine Zigarette bei Co-Trainer Kovacic. Aber gleich gibt es wieder Aufregung nach diesem Foul an Narbekovas von Heribert Weber und die gelbe Karte Nummer 4. Die Austria ohne Hasenhüttl, Fredrika spielt an seiner Stelle. Bei den Salzburgern fehlen der verletzte Feiersinger und der gesperrte Hüter. Fußball wurde auch wieder gespielt. Guter Schuss von Ogris und großartige Abwehr von Otto Konrad. Der Ball noch etwas abgefälscht, sehr gut reagiert vom Salzburger Torhüter. Gefährlicher aber die Salzburger. Hier eine gelbe Karte jetzt für Friedrikas nach dem Foul an Stadler. Bewegung auf der Austria-Bank, Trainer Hickersberger und sein Mitstreiter Ernst Weber. Foul an Ogris ist das, begangen von Winkelhofer. Hier noch einmal, Andreas Ogris beschäftigt die Salzburger Abwehr am meisten. Greister Scharfschützen bei der Austria geschossen hat, dann Ogris, aber da hat er schon viel besser getroffen als diesmal. Otto Baric auf einem kurzen Spaziergang, nur die Coachzone darf er nicht verlassen, sonst setzt seine Strafe von der Bundesliga. Flögel, gut gemacht, aber dann zu schwach geschossen von Thomas Flögel.
Dann muss der verletzte Narbekovas vom Platz, für ihn kommt Ory, der Holländer. Pfeifenberger. Und dann setzt sich Pfeffer durch. Czak, Muschek, er kämpft sich dann noch einmal den Ball. Jurcevic. Und idealer Pass für Hermann Stadler, den Mann für entscheidende Tore in der 30. Minute. Das 2:0 für die Salzburger. Ideal aufgelegt von Jurcevic und verwandelt wieder einmal von Hermann Stadler, der ja auch im Europacup getroffen hat. Noch einmal 2:0 also jetzt für die Salzburger. Die Austria findet nicht richtig ins Spiel, nämlich die Austria aus Wien. Die Salzburger hingegen mit einigen ganz starken Aktionen. Winkelhofer völlig frei. Aber das Tor wird nicht anerkannt. Schauen wir uns das gleich noch einmal an. Otto Baric versteht die Entscheidung nicht ganz. Und tatsächlich, es war keine Abseitsstellung nach diesem Pass von Muschek. Aber was soll's, 2:0 weiterhin. Stöger, der von Artner sehr gut gedeckt wird. Ory. Ja, er hätte mit einem Tor das Spiel wieder spannend machen können. Noch einmal. Findet sich aber diesmal im Spiel der Wiener ganz gut zurecht. Und die nächste gelbe Karte, nämlich Nummer 6, nach diesem Foul von Pfeffer an Stadler. Stöger kann sich hier mal lösen. Ogris! Und dieser Kopfball hätte goldes wert sein können bei einem Anschlusstreffer für die Wiener. So wurde nur Blech daraus. 2:0 also für die Salzburger, die aber die weitaus konstantere, kompaktere und bessere Leistung geboten haben und auch mehr Zweikämpfe gewonnen haben, wie Artner gegen Stöger, ein entscheidendes Duell zugunsten der Salzburger. Otto Baric sieht's mit Befriedigung. 2:0 also für die Salzburger zur Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte zeigt der Wiener Holländer den Ory Schaffe. Aber bei der Austria aus Wien vermisst man die letzte Konsequenz, die Salzburger weit gefährlicher. Idealer Pass von Muschek für Leiner. Und der hat hier viel riskiert bei diesem Schuss und knapp verfehlt. Stöger jetzt nicht mehr bei Artner, aber die Salzburger setzen weiter die Akzente. Jurcevic zögert etwas zu lange und dann kann Libero Czak doch noch eingreifen. Ein kurzes Fußball-ABC für Martin Ammerhauser vor seinem Einsatz. Er ersetzt dann Stadler, bei der Austria kommt Bürk für Flügel. Die Austria versucht jetzt mehr ins Spiel zu kommen, aber die Konter der Salzburger, die sind weit gefährlicher. Jurcevic versteht die Welt nicht mehr, dass es hier keinen Elfmeter gibt, aber Prosenik hat da eindeutig den Ball gespielt. Salzburger machen geschickt die Räume für die Wiener eng. Idealer Pass jetzt wieder auf Jurcevic. Und Prosenik kommt dann noch mit der Schuhspitze an den Ball. Zweimal hat Jurcevic jetzt ein bisschen zu lange gezögert. Foul von Friedrikas an Artner. Er hatte schon die gelbe Karte. Und daher gibt es Gelb-Rot für den Litauer. Er darf jetzt die Brause alleine vorzeitig benutzen.
Hier noch einmal dieses Foul an Artner, das ihm den Ausschluss einbringt. Die Austria versucht auch mit einem Mann weniger jetzt das Spiel doch noch irgendwie herumzureißen. Da werden Erinnerungen an den Mittwoch wach. Ogris, der agilste, aber wieder knapp vorbei. Die Zeit beginnt den Wienern davonzulaufen. Hier noch einmal dieser Schuss von Andreas Ogris. Die Salzburger haben Zeit, lancieren dann aber immer wieder ihre gefährlichen Konter. Jurcevic, Wohlfahrt im Nachsetzen. Die Salzburger gewinnen 2:0. Das war ja zuletzt das Standardergebnis in wichtigen Spielen für die Salzburger. Ja, Jubel ist verständlich. Hoffentlich kommen wieder sehr viele Fans ins Lehner Stadion in den nächsten Spielen. Torwette, Hans Huber hat es ja schon gesagt, 2:0, richtiger Tipp 1. Wenn es jetzt klappt, sind wir live mit dem Stadion Lehn verbunden. Jawohl, ich sehe schon Otto Baric und Josef Hickersberger. Begrüße die beiden recht herzlich. Guten Abend. Herr Baric, vielleicht kurz zu Beginn. Wo lagen für Sie die Angelpunkte für dieses 2:0, den Sieg für Casino Salzburg? Ja, wir haben schon in letzte 2-3 Wochen immer besser gespielt. Und heute besonders zu dieser sehr solide Abwehr, was wir in letzter Zeit. Wir haben wieder einen starken Artner und besonders gute Mužek. Das heißt, wir haben heute etwas mehr spielerische Akzente gegeben als in letzter Zeit. Haben Sie vielleicht ein bisschen einen Vorteil gehabt, weil doch Ihre Mannschaft einen Tag länger Pause hatte? Ja, absolut. Das war für uns Vorteil. Wir waren heute frischer. Bei Austria konnte man sehen, dieses Mittwochspiel. Und wollte ich in diesem gratulieren für dieses Mittwochspiel für Austria, sehr wichtig für österreichischen Fußball. Na, ist wichtig, dass auch die Salzburger gewonnen haben, Herr Baric, aber da können wir gleich den Josef Hickersberger fortsetzen lassen. Hat die Mannschaft gespürt, dass sie also da doch sehr zu kämpfen hatte am Mittwoch und haben ihr nicht Prellböcke wie der Hasenhüttl und auch wichtige Spieler gefehlt? Nein, ich möchte mich nicht ausreden auf das Fehlen von Hasenhüttl oder anderer Spieler. Ich muss Otto Baric und Salzburg gratulieren zum Sieg. Sie waren heute die bessere Mannschaft. Sie waren vor allem mental stärker als wir. Und auch das Mittwochspiel möchte ich nicht als Argument bringen. Wir waren vielleicht psychisch nicht so stark. Wir hatten auch nicht den Vorteil der Zuschauerunterstützung, denn das macht in erster Linie den Unterschied aus. Wenn man nach einem Europacup-Spiel dann ein Heimspiel hat, dann können einem die Zuschauer über eine Müdigkeit hinweghelfen durch Unterstützung. Und das Salzburger Publikum hat das wirklich in hervorragender Art und Weise getan. Wir können eine Szene dann einspielen, die vielleicht Ihrer Mannschaft wieder Selbstvertrauen hätte geben können. Der Kopfball von Ogris an die Stange. Vielleicht können wir das kurz jetzt einmal sehen. Hätte sich Ihre Mannschaft beim Stand von 2:1 noch einmal erfangen können? Da haben wir die Szene. Ja, das war der Unterschied zum Europacup-Spiel am Mittwoch. Am Mittwoch haben wir gegen Rosenborg Trondheim in den Schlüsselphasen des Spieles im richtigen Zeitpunkt eben Tore gemacht. Diese Flanke und dieser Kopfball kurz vor der Pause hätten uns wieder Zuversicht für die zweiten 45 Minuten gebracht. Leider ist dieser Kopfball an die Stange gegangen und dadurch war praktisch das Spiel entschieden. Denn in den zweiten 45 Minuten, vor allem nach dem Ausschluss von Friedrikas, hatten wir keine Chance mehr, dem Spiel eine Wende zu geben. Eine Schlüsselszene hat es auch für den Otto Baric gegeben, beim Stand von 2:0, da wir Mikro wechseln, ein Offside-Tor von Winkelhofer, schauen wir jetzt an, ob es war oder nicht. Ich glaube, Sie haben sich ein bisschen aufgeregt, Herr Baric. Das Tor sehen wir hier, aber wichtig ist ja der Moment des Abspieles. Pass Mušek, Winkelhofer schießt das Tor, was sagen Sie? Ja, für mich hier ist sehr schwer das entscheiden. Ich glaube, dass im selben Moment war auch Jurcevic ziemlich tief auf linke Seite. Ich glaube, dass der Schiedsrichter musste einfach etwas entscheiden.
Und deshalb will ich nicht sagen, das ist das falsch entschieden. Ja, hier haben wir die Szene noch einmal. Kann man nicht genau, es sind Augenblicksentscheidungen. Ich glaube, da muss man auch Verständnis für den Schiedsrichter und den Linienrichter haben. Ja, das war nicht so leicht und ich glaube, das war kein großer Fehler. Gut, Zukunft, nächsten Spiele, Herr Baric? Ja, ich hoffe, dass wir werden jetzt in Medling besser spielen als letztes Mal. Wir haben dann ausgezeichnetes Spiel gegen Austria in Horststadion gewonnen und dann war eine fatale Leistung gegen Medling. Jetzt müssen wir diese ganze Woche arbeiten, das wird eine gute Leistung und was ist das Wichtigste, wir müssen uns sehr gut vorbereiten für diese zweite Europacup-Runde. Gut, danke. Otto Baric, eine Frage noch kurz an den Josef Fickersberger. Ich danke auch, dass er so lange da geblieben ist und er dann mit seiner Mannschaft heimfährt. Nächste Runde, großes Derby gegen Rapid. Einen Satz dazu, Josef. Ja, ich möchte Rapid gratulieren zum Sieg über Innsbruck. Rapid hat auch dem Otto Baric und mir damit geholfen. Und es ist vor einem Derby immer wichtig, dass Rapid gewinnt und Erfolge hat, denn Rapid bringt die Zuschauer ins Ernst-Happel-Stadion und ich rechne so mit einem guten Besuch am nächsten Samstag. Gut, dann danke ich euch beiden in der Außenstelle in Lehn und das, was mit Rapid kommt, das werden wir uns also jetzt einmal anschauen. Danke nach Salzburg. Ja, so war es nicht gedacht, aber wir wollen natürlich jetzt schon schauen, was bei Rapid gegen Innsbruck tatsächlich los war. Die Rapidler in 6 Heimspielen nur 3 Siege, Innsbruck aber in der Meisterschaft.